Erwäger, Band, die Probe. Schafft Nami letzte Zeit nicht, Chen und Korbe zu picken und Batrider. Das ist ja natürlich Overkill. Guck mal hier, Invoker Furion, das wird ein Push-Game wieder, wa? Nö. Mac ist einfach ein saustarker Profit-Spieler, picken sie ziemlich oft. Auf der anderen Seite ist ja der Chen. Also gegen Chen Lineups pushen ist ziemlich schwierig, weil die ja selber viel pushen, viel Early machen. Denk mal, Also. Dandy wird auf eine Quap. Werden Dandy Quap und vielleicht so Nako Winterwipern, könnte ich mir Bin vorstellen. nicht so der Vega-Experte. Also, wir haben noch eben Pascha, Mac, No One, Solo und der nächste 10 ist es seconds Thema oder was? remaining. Alex schreibt mir, 5 Channel 2 ist seconds offline. remaining. Los. Was ist da los? Nö. Reserve time. Sollte on sein. Also senden tut er noch. Vega Squadrons, turn to pick. Ob du deinen Stream Key gewechselt hast? Hab ich. Ich sehe das ja auf meinem zweiten Monitor, Saphira TV2, Unsinn, unseren Kram. War das richtig? Navi's turn to pick. Ja, bei mir geht's auch. Ich hab's nur gecheckt. So. Den Oracle haben sie ja gar nicht gebannt. Das ist natürlich dumm. 10 seconds remaining. Oracle countert Batrider in der Form, dass er mit 5 seiner seconds Ulti remaining. den, der gelastet ist, einfach rauslösen kann. Und auf Reserve der time. Lane auch gar nicht so schlecht gegen ihn ist. Mach ich mal das Replay Pick Layout hier auch an. Geführte Kamera? Hat einer gesehen. Danke. Bei Twitch buggt bei mir gerade richtig rum. Ich kann nicht in den Chat connecten. Ja, Twitch ist gerade übelst überlastet. Ich glaube, weil 3 Milliarden Navi-Fans gerade Twitch gestartet Vega haben. Squadrons, turn to Oder die die. schauen mittlerweile alle Azubo, die Russen. Na, Subo ist crap. Also sie draften hier gar nicht, wie ich es erwartet hätte, plötzlich in Phase 2. 10 seconds remaining. 5 Aber seconds mit Quap und remaining. Krobbe natürlich Dandys momentan stärkste Midlaner gebannt. Reserve time. Den Lycan-Ban verstehe ich ja auch noch. Pascha ist ein bekannter Lycan-Spieler. Was vielleicht ganz interessant ist, Vega spielt so gut wie kein Wisp, kein Earth Spirit und kein Gyro. Deswegen sehen wir hier auch, trotz keines Earth Spirit Bans, auch keinen Earth Spirit Pick, weil Solo den zwar spielen kann, aber sie picken ihn extrem ungern. Und bei Navi Passt nicht in passt doch ihren nicht mehr in Playstyle. Draft rein, ne? Ne, den hätten sie anstatt den Ban picken müssen und. No. Navi's turn to pick. So, jetzt bietet sich da Vega oben natürlich bei Squadrons Vega turn to ban. schon wieder der Last Pick Void an, ne? Müsste Navi eigentlich bannen. Ja, der wird auf jeden. Ne, in dem Moment, Moment. Ah ja, Prophet. Ich dachte erst, Prophet ist auf jeden 10 Fall offline, seconds aber remaining. wir haben hier letztens Navi mit dem safenden Prophet gesehen. Das geht Ja, ja auch noch. das Das würde ja auch seconds gehen. remaining. Dann können haben Oracle und Witch Doctor natürlich viel mehr Space zum Roam. Reserve Ja. time. Das wäre auch gut, weil egal was da jetzt in der Mitte kommt, mit einem Invoker als Setup, mit Cold Snap oder je nachdem, was er macht, ist es immer sehr geil zum Ganken, macht Spaß. Ich will, glaube ich, ein Dandy Zeus. Könnte ein Dandy Zeus werden, gegen den er spielt?
Oder eine Dandy Quap. Ah, die ist raus. Ah, nicht gesehen. Genau. Ja, die ist raus. Hätte hier auch reingepasst. Navis turn to ban. Der Dandy hat in diesem Patch mit Quap noch nicht verloren. 100% Winrate. Krass. Bei 6 oder 7 Spielen. Extrem dominant auf dem Hero momentan. Vega Squadrons turn to pick. Da bin ich mir relativ sicher, dass Furion offlane sein wird. Einfach weil Mac einfach ein sehr bekannter Profit-Spieler ist, während Pasha das bestimmt auch kann, aber der spielt ja lieber die normalen Carry Heroes. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Das setzt auch wenig an. Also ein Safe Laner, der auch ein bisschen kontrollen kann, wäre nicht schlecht. Zen hätte mir bei Vega auch sehr gut gefallen. Vielleicht haben sie dem auch ein bisschen gestealt sogar. Navis, turn to pick. Ember Safe Lane zwar ein sehr guter Hero, aber. Gegen Sven? Er baut keine Armor. Wenn Sven vor ihm steht und zum Hitten kommt, ist Ember halt sehr tot. Mit Fiendscripts, dann Lasso, haben sie mindestens drei Sachen, genau, um ihn festzuhalten. Bane und Batrider, das sind natürlich extrem starke Pick-off-Helden. Der Ember wird es richtig schwer haben und um an der Linken auf gar keinen Fall vorbeikommen. Wenn er es nicht macht, dann hat er richtig hart. Also dann ist natürlich die Frage, inwieweit... Oh, und jetzt der Shaker noch dazu. Das ist ein... Hä? Denn Batrider. Wow. Ha! Der General kriegt seinen Batrider nicht. What the fuck? Alter, was ist da denn los? Hä? Das verstehe ich nicht. Aber gut, ja. Also, mal was Neues, oder? Die tauschen noch. Vielleicht trollen die auch nur rum und tauschen dann. Earthshaker Mitte gegen Invoker ist... Also, Batrider Mitte gegen Invoker ist schon schwierig. Earthshaker wäre Selbstmord. Na, jetzt liegt's wirklich an Artstyle, hier mit den schnellen Rotationen Dandy da in der Mitte zu helfen, weil sonst kriegt der richtig auf den Keks. Also, die müssen auf jeden Fall dem Chen, der muss die Mitte gewinnen. Der Ten muss sofort den Satyr finden, irgendwo an allen 25 Creep Points, die es ja mittlerweile gibt, und, dann Druck machen. Oder ein Troll mit Netz oder irgendwie sowas, ja. Dann auf jeden Fall auch nicht vergessen, Dust mitzubringen. Ja, Batrider ist halt auch am Anfang nicht so der beste Held, um solche Gangster noch zu verwerten. Er macht wenig Schaden auf den ersten Leveln. Er bräuchte so Level 4, 5, bevor er dann den Invoker auch tatsächlich töten kann. Also, auf der Radiant-Seite, jetzt für euch von uns live präsentiert, Navi! Versus Vega und sind hier aufgestellt mit einer lustigen Aufstellung, weil Dandy für die Mitte, unser bekannter Spieler, mal nicht einen typischen Midlaner hat, sondern einen Batrider gespielt. Dafür hat dann der General, der sonst die Offlane mit dem Batrider spielt, jetzt den Earthshaker. Ditya Ra, Standard Carry, guter Pick für ihn hier, der Sven, Artstyle mit dem Chen, schon oft sehr gut gespielt. Und last but not least, Soneiko mit dem Bane auf der anderen Seite. Team Vega wird euch jetzt präsentiert von meinem Co-Caster, den ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte. Pineapple Dude! Also, hau raus! Vega in voller Montur, solo auf den Position 5, Oracle, Sioma the Slayer spielt Witch Doctor Position 4, Noon, Invoker in der Mitte, Mag auf seinem Signature Prophet und Pasha auf dem Safe Lane Ember Spirit gegen Bane, Batrider, Shaker und Sven. Der muss richtig. Das ist der einzige Pick. Ja, das ist der einzige Pick, den wir diskutieren, ne? Und den Earthshaker, also anstatt dem Earthshaker hätte ich mir einen Zeus gewünscht. Batrider offlane, Zeus in der Mitte. Einfach um. Du, vielleicht überrascht uns Dandy ja richtig hart hier mit dem Batrider-Pickup. Ja, ich meine, S4 hat ja gezeigt, dass Batrider Mitte nach wie vor viable ist, auf jeden Fall. Aber gegenüber der Exord Invoker ist natürlich momentan das Maß aller Dinge. Oder eines der Maße der Dinge in der Mitte. Sehr stark. War der Udi am Schluss gebannt? Der Udi war auch drinnen, ne? Udi war gebannt, ja. Also waren viele Midlaner gebannt. Korbe, Udi. Udi aber erst spät.
glaube ich. Der war, den hätten sie picken können, wenn sie gewollt hätten. War der Last Man, genau. Ja, hätten sie picken können, aber ich glaube, die hatten immer. Weiß nicht, vielleicht wollten sie den gegen Invoker nicht stellen. Also, sehr großes Augenmerk Erwartung wert auf gedehnt. dem Chenling, dass er es schafft, den Battle dann in der Mitte zu Ja, beschützen der hat und auf schon Smoke Mac. ready, der will direkt rein. Offlane Prophet ist ja wenig gespielt, obwohl ja Bulldog extrem hohen Erfolg damit immer hat. Ja, der hat damit ganz große Turniere gewonnen, ja. Was er jetzt hier schon gut macht, er versucht die Creep Wave aufzuhalten, bisschen zu pullen. Aber Soneko ist da und das musst du auch machen, ja. Ah, er kann da wenig machen. Dann wird Mac jetzt eine komplette Wave an seinem Tower farmen können, das ist schon mal sehr gut. Frühes Level 2. Ah, ne! So, Naco mit den Plays lässt sich von den Trollen angreifen und zieht damit das Aggro. Also. Gleich mal Last Hits aufklappen, dass man sieht, wer da welche Ja, kriegt. hab ich schon, hab ich schon. Wenn, glaube ich, den großen bekommen. Ah, in der Mitte erwarte ich jetzt gleich die erste Action. Da ist er schon, der Satyr. Da wird jetzt der Solo gehasst. Also natürlich glücklich für Arzt, dass er den gleich kriegt. Ja. Sich da jetzt ein Sentry gesetzt, dass er da von der Seite schön mit reinspielen kann. Und Toplane, ja, wie läuft's hier für General? Der hat jetzt natürlich nicht so einen schönen Helden, ne, für die Offlane. Earthshaker geht zwar, aber Petrider wäre schöner, ne? Um da über die Klippe ein bisschen rumzujuken und so. Ja, Offlane Shaker wird ja viel von OG gespielt, Moonmander, einer der krassesten. Ist am Anfang immer ein bisschen underwhelming, aber wenn er dann 14, 15 Minuten Dagger Ja, plötzlich hat und viel boah, guck dir den XP. Damage an hier, was der Satyr da raushaut. Zweimal kann er noch. Ja, auf jeden Fall hat der Invoker dank dem Bedraider schon den Stick voll bis oben hin, ja. Nur der Solo auf seinem Support Oracle mit zwei Fairy Fire. Auch verrückt. Also. Stimmt, 17 Charges schon. Hei, Ja, den kriegen sie so schnell nicht down. Guck mal, den könnten sie jetzt eigentlich fast goen, aber guck mal, der kann sich wieder jetzt schon wieder voll machen, ja. Nicht, dass sie da overcommitten. Oh, da wird er gestunt. Und jetzt müssen gleich die Charges kommen, aber die kommen nicht! Chen, richtig stark gespielt! Dandy, jetzt geht Solo hier auch noch fast drauf. Können sie den noch holen? Ja, Gneidmeert! Der läuft nach vorne, frisst den Tower, zurückgetost und bumm. Ja, also. Gott, jetzt das Stark ganze gespielt. Team. So, und Mac ist da jetzt auch reingekommen und es geht hier weiter. Der Satyr hat zwar kein Damage mehr, aber mit der Life-Rack-Aura, da halten sie hier noch durch. Das ist nämlich auch richtig stark. Und Fischer jetzt war rotiert leider ein hier bisschen daneben. einiges rein. Ja, die Fischer hat jetzt nicht so viel gebracht. Vielleicht ist der Earthshaker nicht so der Signature-Hero hier vom. Aber starkes Early Game von Na'Vi. Das müssen sie auch bringen, ja? Dire's bottom tower is under attack. Ja, sonst kommt der, geht der Invoker in Führung. Ja, wenn der Invoker in der Mitte eskaliert, dann wird's richtig hässlich. Dann macht das Spiel keinen Spaß Dire's mehr. middle tower is under attack. Und ja, haben hier halt auf ihrem Ember jetzt nahezu auch Free Farm. Aber ich würde sagen, Sven, wenn sie den Standardbild macht, den wir eben gerade gesehen haben, von allen, die uns auch schon zugeschaut haben, dann würde ich sagen, kann Sven da doch härter farmen, ne, mit dem gesteckten Camp hier. Also so schnell kann der Ember das gesteckte Camp nicht fahren. Der kann es nachher auch farmen, aber so früh, never Nee, ever. erst Ember kann so ein Stack erst mit Battle Fury und mindestens dem kleinen Crit farmen. Ja. Ja, Magnus geht manchmal ein bisschen früher, wenn man diesen Draft hat, aber den haben sie hier nicht. Oh, Dandy geht hier down zum Invoker. Siehst du, das ist nämlich das Problem. Der hat da wirklich zu kämpfen. Der Oracle hilft halt auch noch. Invoker wäre schon hart genug. Jetzt ist da auch noch der Oracle, weil er weiß, oben der Earthshaker, da reicht's, wenn der Unten Reach davon Mac dabei wird ist. gegoat. Die Tiara hat aber keinen Stun mehr ready. So, der Nightmare, jetzt surrounden sie ihn schön mit den Creeps. Die wollen ihn blocken. Kriegen aber nicht den Damage raus, den sie brauchen. Nur noch einen Hit vielleicht? Ja, geht er down. Schöner Kill für Soneko. Und Arzt jetzt mit den Creeps hier unten am Tower. Wenn sie sofort versuchen zu pushen. Ja, wollen sie direkt versuchen zu pushen. Sven Level 5. Ja, maxt ja auch den Cleave, also hier wird wirklich Standard gespielt von Dithyara. Ja, also Cleave Maxen ist so der erste Indikator für diesen Helm of Dominator Build. Ja, nur 1000 hat er. Da kommt wahrscheinlich dann gleich die Maske und in der Mitte Dandy. Sehe ich, der Glück gehabt mit der Bottle hier, die Charges. Oracle, ja, da sind sie alle da. Bane kommt jetzt dazu. Sunstrike ist jetzt erst ready. Ja. Unten am Tower natürlich die Action.
Die Tiara und Artstyle Seite an Seite. Jetzt kommt auch noch Zema dazu. Kann er den Cast gut setzen? Hat er schon. Oh, die gehen tief rein. Aber vielleicht roamen sie auch nur aus. Das sollten sie jetzt hier nicht overplayen. Verliert er auch noch seinen Satyr Mitte. Hat sich erstmal entschärft. Dandy ist da rausgekommen. Aber wir sehen schon gleich, sobald der Chen nicht in der Mitte ist, wird der Badrider zum Spielball vom Invoker. Hat ihn jetzt in Last Hits schwer überholt. 7 vorne, dazu noch 7 Denies mehr. Ja. Ja, deswegen ist es halt nicht der Standard mit Laner, ne? Er ist halt ein bisschen weaker, ein bisschen schwächer. Weaker, ja, tolles Wort, ja. Also ein bisschen schwächer hier. Und ja, Top Lane, da fängt der General jetzt wahrscheinlich an schon auf seinen Blinkdagger zu sparen. Hat natürlich Mana Boots Minute 5, das ist eigentlich ganz gut. Da einiges gekriegt, ja. 14 Last Hits. CS, mehr als der Furion. Ja, verrückt. Und der hat hier unten nämlich gerade schon wieder Probleme. Dann ist ready vom Sven und da reicht der Damage aus. Da kann Mac überhaupt nichts machen. Sein Signature Furion ist hier nicht so stark. So Neko easy mit dem Level 2 Nightmare und dem Level 2 Brain Zap. Guter Disable und einiges an Pure Damage, was da rauskommt. Und wird hier mit einer Rec-Rune belohnt. Freut er sich drüber. Top an der Rune. General hat hier den Weg zugemacht. Jetzt wird auch noch dewarded. Rune ging wahrscheinlich, ja, ging an Dandy. Und ja, also Dandy braucht auf jeden Fall mal Unterstützung. Das ist natürlich das große Problem, was du hast, wenn du einen Midlaner hast, der von Hause her unterlegen ist, ne? Du musst eigentlich immer einen abstellen. Und jetzt ist es ja eigentlich Vega, die ihren Invoker quasi noch nach vorne pushen. Und Level 6 hat er noch, Minute 6, Level 6 hat er noch keine Midas. Oder kommt die da im Chicken Troll? Das wäre natürlich stark. Ne, da kommt ein Ward. Dauert also noch 2-3 Minütchen. Ja, aber Invoker braucht gar nicht so früh die Midas. Es reicht, nee, dass der vor Minute 10 hat. Ja. Und dann sobald 2 Forge Spirits und genug Mana, um immer wieder hier genau. Electricity zu casten, da sind, dann geht er einfach in den Wald, farmt alles weg. Na. Und Navi müssen dann hoffentlich mit dem Dagger auf Badrider in den Wald rotieren. Und oh, jetzt Mitte, Fischer, Dandy wird hier angegriffen, aber... Überlebt hier erstmal noch. Kein Stress an der Stelle. Ja, Navi schafft es in den letzten Tagen immer wieder, ein sehr, sehr starkes Early Game zusammen zu draften und diese Early Game-lastigen Lineups auch einzusetzen. Also sie verschlafen das Early Game nie, machen immer frühe Action, diven sehr früh. Ja, aber diesmal haben sie es nicht overplayed bisher. Also das an so einem T2-Tower zu früh, das kann natürlich ganz böse ins Auge gehen. Und wenn dann ja, so ein... Sie machen das sehr kontrolliert, sehr ja. erfolgreich. Sie haben sehr kontrolliert gemacht, sie haben den Offlaner schön kurz gehalten, damit auch der Furion möglichst spät erst online kommt und Split-Pushen anfängt und das Nerven permanent unter Druck ist, selber halt auch nicht die Mitte mit abgenken kann. Großer Vorteil natürlich für Dandy, er kann nicht vom Furion gegankt werden, ja, das geht halt nicht beim Batrider ohne Silence. Der fliegt da immer raus und jetzt unten vielleicht der Go of Soneko. Pascha hier unten schon mit der ersten Rotation, Sunstrike dazu, das sollte ausreichen, ja. Knappe Kiste zwar, aber es hat gereicht. 4 Mann jetzt nach unten rotiert. Pascha an der Front, Glyphe genutzt. Und... Das werden sie auf keinen Fall defenden. Das werden sie nicht defenden. Die werden sie in Return jetzt Mitte den Tower pushen. Und den kann der Invoker an der Stelle da auch nicht alleine defen. Der Mac schön mit einem Baum. Die gegnerische Creep Wave weggepult. Damit halt einen relativ schnellen T1-Push ermöglicht. Also. Und wenn Siome hier nicht aufpasst, frisst du noch ein Lasso in der Mitte? Nee. Nee. Thema. Hatte zwar zwei, drei Stacks drauf, aber war da nicht in Gefahr. Also jetzt da am T2-Tower sich zu opfern, denn die, ne, das würdet ihr ähnlich sehen manchmal, ja. Also. Dem Navi vor ein paar Monaten hätte ich es zugetraut, weil da waren sie ja nur am Overplayen, was ich da eine Zeit gesehen habe. Erst gut Early Game gespielt und dann einfach Overplayed und gethrowed und immer wieder. Dachte mir so, das ist nicht das Navi, was ich kenne, ja. Und hier Sven farmt seinen ersten Stack. Ja, das geht jetzt ab mit Dominator. Und das, guckt euch das an, das ist so ein fetter Stack. Das ist Minute 9, Leute, ja.
was der da an Gold rausholt. Und da können wir uns auch direkt dann mal das Vermögen angucken. Und da sieht man schon, dass wir da rauskommt, ja. 1.500 Gold auf den Ember Spirit. Und der hat bisher auch ein gutes Game gehabt. 1-0, der wurde nicht mal abgeholt, ja. Stun hier von General. Oh, da kommt der Firefly-Mann rein. Jetzt muss er aufpassen. Gesagt, der Skill ist aber auf Cooldown und nicht genug Mana für Lasso. Ja, war da nicht in Gefahr. Also ein reines Scare-TP. Ja. Dandy mit der neuen Arcana-Rune. Ja. Mac und No One. Denken, dass sie in der Mitte was machen können. Sneaky, der Wettreiter. Stresst ihr natürlich mit seinem Feuer rum. Furion dazu, Mac. Jetzt vielleicht mit dem Versuch auf Dandy, Cold Snap. Healing Hand reicht nicht. Dandy geht down. Ja, das war... Er denkt da, ah, ich kann es mir leisten, mit dem ein bisschen Schabernack zu treiben. Vielleicht macht er einen Stellungsfehler, ich kann ihn töten. Ja. Vergisst dabei die Zeit, lässt sein Firefly komplett auslaufen. Gibt damit Prophet und Invoker quasi die Zeit, die sie brauchen, um daran zu rotieren. Naja, vor allem... Die haben ja aus der Mitte nicht so viel rausgekriegt eigentlich, ja? Also Dandy zwar noch weniger, aber so, und wenn er dann die Kills auch noch abgibt, dann holt der Invoker alle Gangs auf. Ah, cool, da der Sven hat seinen Helm of Dominator disassembled, um ein Armlet zu bauen. Oh, verrückt. Hat das also nur genutzt, um den ersten Stack damit zu farmen, ja? Behält natürlich die Casual Morbid Mask und jetzt sehen wir eine Rotation von Navi, wenn sie jetzt hier einen Pick-Off finden. Ah, der Invoker ist ja natürlich der Hammer. Den dürften sie auch finden. Ne. Ahnt er es vielleicht? Irgendwie ahnt er es. Weiß nicht warum, aber... Vielleicht haben sie den Smoke gesehen. Das kann auch sein. Ja, der Wort hier... Warte mal, der gehört... Ist ein Radiant-Wort. Nee, ja, nee, nicht ich habe erst überlegt, da müsste ja eigentlich irgendwo einer stehen, aber ist keiner. Übrigens, gar kein... Heroes auf der Map. Gar keine Maps, keine Worts genau. Von Vega. Da er hat schlechte Vision, viele Heroes missen, dann hat man halt auch mal ein bisschen mehr Angst. Er hackt ja gerade seinen Tower, bis er wieder sieht, wo Sven und Bane auftauchen. Beziehungsweise geht halt dahin, wo seine Mates sind. Invisibility. Oh. General hier schon mit 1600 Gold... Der Pedobär ist wieder da. Radiance Top Tower is under attack. Oh, Sven. Hier am Roche. Sneaky Roche jetzt hier von Navi. Mit dem Hund. Guck mal, was jetzt Sven hat. Der macht fast 400 Schaden, ja. Minute 12 muss man sich mal reinziehen, ja. Ohne DD, ja. Das ist halt echt heftig. Vega kann es nicht contesten. Ja. Versuchen wenigstens ein Tower Trade rauszuholen. Das ist schon clever. Furion, magst du eigentlich auch so early? Das haben wir auch schon oft angesprochen. Nicht so gerne die Tower geben. Weil wenn dann erstmal diese Lane hier gefallen ist, ja, dann drücken sie dir von allen Seiten in die Base. Spätestens, wenn er noch einen Aga baut. Und dann, selbst wenn du einen guten Fight ziehst, du kannst nicht pushen, ja. Deswegen müssen sie jetzt, und das machen sie auch hier ziemlich gut, direkt ihren Vorteil nutzen. Ah, vielleicht overcommitten sie da ein bisschen. Kommt da was rein? So, Neko da oben mit dem Nightmare, ja, den lassen sie jetzt sterben und der Rest versucht hier noch rauszukommen. Dandy in den Bäumen hat natürlich Firefly, um da rauszukommen. Hat er auf Cooldown. Ah, hat er auf das Cooldown. Das ist ganz bitter, Dandy war 20 Gold vor seinem Dagger. Dafür hat General ihn jetzt. Das ist halt wirklich, der Spieler gefällt mir richtig, richtig gut. So, jetzt wittert Vega hier die Schwäche von Navi und wollen... Vielleicht jetzt irgendwo reingehen. Schauen wir mal. Also, gucken wir uns mal den Gesamtgoldgraf an. Den haben wir noch nicht eine Weile gesehen. Also, leichter Vorteil für Navi hier an der Stelle. Und XP-technisch auch vorne. Trotz der Midas auf dem Invoker. Also, ja gut, das macht nicht so viel aus. Ne, eine Midas... Das Problem von Navi ist natürlich, dass sie mit Battered und Shaker keine Late-Game-Cores haben. Die werden jetzt sehr früh... Ja, das wird ein kurzes Spiel werden. Also ein kurzes oder ein schlimmes Spiel für Navi. Genau.
Weil ab einem gewissen Punkt sind die Gen-Creeps nur noch Katalysatoren für den Damage vom Ember. Ja, ich wollte gerade sagen, der freut sich. Das ist Farm-Free House, wenn der da seine Battle Fury 2D da los oder 2 Battle Fury 1D da los oder überhaupt irgendwie sowas in der Richtung hat. Ja, wahrscheinlich wird das ein Game 1D da los, ein Battle Fury und sehr früh ein Lincolns, wenn er clever ist, wie du sagtest, ne? Das wird so der Bild sein, den erwarte ich. Ja, in dem Spiel wird er auch keine Monkey King Bar gezwungen sein zu bauen, die er nicht gerne mag. Fanden, hier baut noch jemanden Halberd oder sowas. Sehe ich jetzt auch noch nicht kommen. Radi kommt auch nicht. Nee. Blinkt der Geist jetzt auf dem Invoker, ja. Sehr früh. Ja, hier, Invoker und Prophet haben sich beide für Drums entschieden. Frage ich mich, ob das abgesprochen ist oder halt einfach nicht so drauf geachtet wurde. Na. Also, die wissen, auf welchen T1 Tower es geht. Du siehst, die erwarten jetzt hier oben schon ja, das Pushing-Lineup, was da gleich reinkommt. Wird Und aber eher ein Smoking-Liner, wie es aussieht. ja, Seema hat das hier glücklich gemacht. War zum Warden unterwegs und hat damit die Smoke abgebrochen. Sven jetzt mit dem Blink-Dagger. Und jetzt kommt das, wo es richtig gefährlich wird für Vega, ne? Sven ran und der Rest hinterher. Also, in dem Echo-Slam, da willst du nicht stehen, wenn dann noch der Sven hinterher springt. Jetzt ist Sven Das oben, Set aber ist mal vielleicht jetzt richtig. alleine. Kann hier nochmal juken mit dem Radiance Blink-Dagger. Middle Kommt er da Tower is raus? under attack. Furion TP auch dazu. Das ist. Ja, er hat das Aegis. Jetzt muss sein Team aber ganz schnell dazu rotieren. Und dann haben sie relativ viel schon committed. Wir Und das ist genau bleiben. das Richtige. So, jetzt da oben auf Mac das. Genau, Mac wird die ganze Zeit gehalten, aber gut gesaved hier vom Oracle an der Stelle. So, und jetzt ist der Fight sehr chaotisch geworden. Solo geht da nicht down. Da hinten Zema steht mit einem guten Death Ward. Sehen von Dithyara, der cleaved hier durch, aber so richtig kriegen sie noch keinen Tod. So, jetzt Pascha mit dem Kills, die wichtig sind, aber das Echo Slam da oben am Tower. Ich hab's erst zu spät gesehen, der hat es noch nicht mal genutzt. Und mit den Stuns, die sie haben. Ah, kommt da gleich nochmal ein Sprout. Wenn der will jetzt hier noch Kills. Die haben hier noch nicht so viel bekommen. Hier sind erst zwei tot. Ah, Mac wird das hier wahrscheinlich auch gleich das Zeitliche segnen. Der kommt hier gar nicht mehr raus, oder? Kommt hier Noch. raus? Mit nichts. 11 HP. Dafür aber Sven die Domination Streak dem Invoker abgenommen. Und schlussendlich die Cores tot von Vega. Ist nicht ganz optimal für Navi gelaufen. Aber dafür, dass jetzt Sven da so alleine reingegangen ist. Ich hätte da das Chen-Ulti viel früher benutzt, um quasi den Sven mit Ulti länger am Leben zu erhalten. Ja. Wäre der Ember vielleicht schon gestorben. Ansonsten, der Fight war ein bisschen eher für Navi, also zugunsten von Navi. Allerdings muss Navi momentan eigentlich die Fights viel klarer gewinnen, Ja, wollte ich gerade um sagen, der war Vorsprung zu nicht klar behalten. genug, ne? Sie haben da gut um Navi rumgeplayt. Pascha hat einiges aus dem Fight gezogen und hat jetzt Boots of Travel schon die Hälfte von dem Battle Fury fertig. Ja, der Prophet macht jetzt hier auch schon Stacks, okay. Artstyle hat natürlich extrem gutes Farm auf dem Champ. Ist schon kurz vor seinem Aga, noch 1900 Gold. Na, und dann haben wir die dicken Creeps mit ihren Buffs. Das heizt den Push dann in 5 Minuten oder so nochmal richtig an. Allerdings Pascha auf dem Ember Spirit auch schon Ja, sag ich ja. Der gefährlich hat nah am Battle das Fury. halbe, das halbe Battle Fury hat er jetzt fertig. Und dann wird es halt auch hässlich, ne? Also das ist so das Timing-Window. Navi muss eigentlich die erste Lane, zweite Lane schon kaputt pushen, bevor der Ember fett wird, weil sonst. Ja, bis Minute 25 muss Ja. der Rex fallen. Ja, also die haben jetzt 7 Minuten Zeit, Counter läuft, auf geht's. Und ja, formieren sich jetzt vielleicht auf der Botlane? Dithyara. Wir gucken uns nochmal den gesamten Goldgraf an, also das war komplett even vor dem letzten Fight. Jetzt konnten sie sich wieder ein bisschen was sichern, also bisher noch recht ausgeglichen. Ja, ist Navi back? Können sie hier zurückkommen? Wir werden das gleich sehen. Sind in der Replay-Tabelle nicht ganz so gut dabei. Echt? Wie im Dota-Pit? Nee, nee, die waren da nicht ganz so gut. Die waren im Dota-Pit besser. Da waren sie ja bis gestern ungeschlagen oder bis vorgestern.
Replay. Da hatten sie, glaube ich, noch nicht so viel Spiel. Müssen wir noch mal gucken gleich. Also, ich verwechsel jetzt gerade Dota Pit vielleicht auch Ich mit check das Replay. kurz. Ich glaube, sie waren auch ungeschlagen. Auch ungeschlagen? Ja. Gestern haben sie. Stimmt, gestern haben sie Replay gewonnen, aber Dota Pit 2 verloren. Und damit sind sie jetzt im Dota Pit nicht mehr ungeschlagen. So Im rum. Replay steht Navi 4-0. Okay. Insgesamt wird 7 Mal gespielt. Dachte ich, aber anscheinend gibt es ja Hin- und Rückspiel. Ja, weil es eine Best of One ist. Radiance Middle Tower is under attack. Ich muss ehrlich sagen, das Turnierformat habe ich nicht verstanden. Mit dieser Hin- und Rückrunde. Ja, ich habe das auch irgendwie nicht so richtig gecheckt. Naja, es ist halt ein Best of One, kein Best of Two, wie alle anderen sonst. Dafür spielen sie aber in unterschiedlichen Zeitabschnitten gegeneinander, ja. Also schlussendlich ist es ähnlich wie beim Dota-Pit, nur dass es halt zeitlich versetzt ist. Finde ich zwar irgendwie komisch, weil dann immer so ein harter Break ist. Nach einem Spiel des die Teams, die man sich gerade eingewöhnt hat, ja. Jetzt hier schönes Lasso auf Zehmer. Da kommt der Sven dazu und die ganzen Chain-Creeps. Und jetzt haben sie das Pick-Off, weil der Death Ward, Vor der allem hat ist ja vorhin 4 komisch, gemacht. noch ein Chaos. Immer, also dass man alle Teams, jedes Team spielt dann 14 Best of 1 Ja. Qualifier. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, das finde ich irgendwie ist es doof. Und dann auch noch mit verschiedenen. Oh, das ist richtig stark. Konnte er gerade noch so ein bisschen was von sein. Nein, die geben die ganze Armee. Ein Zentaure überlebt. Und da oben jetzt Invoker Sven, too ne? strong. Invoker jetzt auch fast mit dem Aga noch 550 Gold. Muss Sven jetzt aufpassen, die wollen ihn. Pascha wird hier mitgestunt. Noch ein Hit, noch ein Hit und Echo Slam und da geht der Ember Spirit down. Damit hat er Genau, die nicht Schwäche von gerechnet. Da hat er Ember. sich sicher gefühlt, ne? Ember ist schwach gegen Physical Damage. Also Heroes wie Phantom Assassin, Templar Assassin, Sven, Ursa machen den Ember einfach auf, weil sie in kurzer Zeit so viel Physical Damage raushauen. Er hat 7 Armor und das auch nur, weil er den Basilus hat, den Aquila. Ja, na Und da ja. kommt auch nicht mehr viel dazu. Battle Fury und Crit geben beide kein Armor. Ja. Da oben jetzt. Oh, wieder gut abgebrochen. Das Fiend-Script vom Oracle. Der Safety gut. Aber dafür ist die Ulti auf CD und kann nicht mit dem Special-Erlass so aufhalten. Ja. Also verteilen sich jetzt hier gut. Dire's middle Ah, tower Navi, is die under wollen attack. vorwärts. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob das mit dem Mitte-Battler so eine gute Idee war. Dandy steht hier 0-5. Ja, der. Und das, Das obwohl er mit ist. General wahrscheinlich einen der besten Battler-Spieler, die er momentan Zeit im Team hat. Oh, das letzte bisschen der Fischer hat hier noch getroffen. Dandy Blinkdagger ready, Lasso genommen. Und jetzt stören sie hier Mac. Oder kann er sich nochmal retten? Stick war einiges drauf, wird nochmal zurückgetost. Und jetzt kommt der Invoker dazu, will Mac helfen. Wow, das ist dann. Aber jetzt, da oben, General. In Gefahr, im Wald. Drei dazu rotiert. Kommt er da noch raus? Nein! Kann sich nicht helfen. Schade. Einer für einen Nur was der Offlaner. General da im Stash hat. Oh, Shadow Blade. Jetzt wird's ja verrückt. Vielleicht wird das noch so ein witziger Crit Shaker oder irgend so eine Ja, Faxen. das ist auch gar nicht so dumm. Also, sie brauchen noch irgendwie eine Physischen zweite Damage. Damage-Quelle, ja. Ja, genau, er springt rein, Echo Slam, der Minis dann auf den Ember, dann nochmal mit dem Totem, ja, und wenn er dann Ohne Lucky Crit Flasche. rauskriegt, das wäre so krass. Ich glaube, dann kann er ihn soloen. Wenn er natürlich seinen Flame Guard nicht anhat, dann sowieso, ja. Ja, Sven jetzt auch mit dem BKB. Das ist aber dieser Ancient Farming Sven hat so ein. Der farmt so schnell die Items, das ist krass. Die Ja. regnen. Muss aber sein Blade ablegen. Ja. Allerdings, Roshan ist ab. Sie müssen jetzt langsam mal TR2 und Rex. Ich meine, unser Timer läuft in 1 Minute 15 aus. Ja, den haben wir uns gesetzt. Und dann sehe Und dann ich. ist es ja unmöglich zu gewinnen, weil wir das so gesagt haben. Ja, dann kann Ditya Ra auch nicht mehr mit einem großen Kritter irgendwie einfach mal durch melden quasi ja und alles vernichten. Das geht da nicht mehr. Die sind dann alle unverwundbar und dann ist das Spiel zu Ende, ne? Ja, sie formieren sich hier schon um Roshan rum, das ist schon extrem gut. Allerdings, Invoker und auch Battlefield of Ember, die werden das contesten. Ja, Die sind in der Invoker Lage. vor allen Dingen jetzt auch mit Aga.
Boah, das wird richtig eklig. Das wird richtig. Du hast gesehen, vor allem die Chen-Armee gegen den dicken, dicken, todesbringenden Meteor, der da vom Himmel fällt. Der zerpflückt, ja. Die Chen-Armee Radiance einfach. Top Tower is under attack. Und lässt da nur noch eine Wolke. Ah, interessant, die Zentauren, die großen, geben ja normalerweise Magic Resistance 40%. Ja. Nee, 20. Aber wenn der Chen sie übernimmt, nicht mehr. Ja, Dann das geht die war auch wahrscheinlich zu weg. OP. Bane hat hier. Irgendwo haben sie. Oh, da unten. Echo Slam. Aber nicht gesehen, schade. Ja, haben ihn hier wieder mal gepickt. Wahrscheinlich rangeblinkt, gestunt. Da kann er sich auch nicht sprouten gegen das. Einmal Totem, einmal Fissure, einmal Echo Slam. Von Bane kam nur der Brain Zap. Ja. Er hat mal versucht rauszutippen, es hat aber nicht mehr gereicht. Nee. Buri geht hier auch auf Aga, sagen ganz klar, solange wir verhindern können, dass Na'Vi an unsere Base kommen, können sie auch das Spiel nicht gewinnen. Ist auch ein Stück weit so. Allerdings mit den Trees gegen Sven, das ist auch wieder. Am Ende Ja, stoppt das ja die feedet auch ganze rein, Zeit. ne? Also einen Necrobook oder sowas darfst du ja auch nicht bauen. Er entscheidet sich fürs Aga, aber dann kommen halt noch mehr Treants, ja? Im Zweifelsfall eskaliert hier der Sven richtig hart. Und was haben sie da drüben und ihm, um ihn eigentlich wirklich festzuhalten, ja? Mit BKB. Nichts. Nichts. Müssen ihn sprouten Sie quasi. müssten ihn sprouten und aktuell hat er halt auch keinen Quelling Blade mehr drin. Das ist gegen den Furion eigentlich immer so eine Sache. Aber er Er hat braucht die ein Quelling Slots. Blade hat er jetzt nicht fürs Oh, BKB da auch geht so ein nicht. Echo Down. Gefunden hier. Die fighten das, oder? Der Sven will da rein. Der Sven ist ready. 2-0, der hat auch ein Top-Game, ja. Fett wie Sau. Müssen jetzt auch fighten. Also Sven peakt genau jetzt. Danach noch das Crit, dann peakt er Radiance nochmal. Middle Tower is under Und dann attack. Er peakt wird er ihn nachher im weiter. Fight ausgekitet, ja. Dann ist er Genau, alleine, dann jetzt. rennen sie alle raus, weg vor ihm, töten derweil sein Team und dann steht er alleine in Vieren. Und wird auch nur gehasst. Jetzt Lasso auf Pascha hier. Reicht der Damage, der da rauskommt? Sven kommt hinterher, aber der reicht nicht. Der ist dann. Verrückte Sache, wie er da Ulti. rausgekommen ist. So, und jetzt Na'Vi auf dem Vormarsch. Laufen sie da Sven nicht ist vielleicht kein zu weit Mana rein? mehr. Ditya-Rat, kein Damage mehr? Kein Damage, kein Mana mehr, sorry. Er braucht hier ganz dringend Mana-Boots. Und Pascha von der Seite. Furion TP dazu. Oh, kriegt er den vollen. Guck mal, Sven droppt hier einiges an von seiner starken Rüstung sonst. Aber Shaker hat noch Ulti ab. Also, die können das jetzt auch nochmal drehen Ja. gleich. Ja. Daher bräuchte halt ganz dringend ein Mecha und oder ein Assault, um die Armor vom ganzen Team ein bisschen hoch zu pushen. So, also jetzt hier gesmoked. Na'Vi, bereit zum Roschen oder bereit hier vielleicht auch oben was zu picken? Gibt's jetzt hier einen schönen Fight? Radiance Die haben hier Middle kein Wort Tower auf is dem under attack. Highground. Beide nur hier diesen Standard-Rosh-Wort. Nee, Quatsch, das eine ist nur ein Cent. Also, Radiant hier mit der besseren Vision. Dafür aber hier unten das gesamte Movement. Vielleicht sogar die Smoke gesehen von Vega. Ah, der Bane hatte nämlich einen Gem gekauft für den Batrider und ist gestorben, bevor er den übergeben konnte. Und den hat der Oracle von daher. Ist natürlich blöd. Ah, das ist bitter. Wollten sie mit dem Game natürlich die Map Control übernehmen? Ein krozialer Pickoff in diesem Fall. Ja, der zahlt sich aus. Gucken wir uns mal den Goldgraf an. Der geht fast wieder Richtung 0 Radiance XP Middle Graf. Noch ein Tower is kleiner under attack. Vorteil für Na'Vi. Radiance Und. structures are fortified. Ja, aber dass der Goldgraf bei 0 ist, bedeutet, dass Daya Radiance Top quasi Tower is under 5k attack. vorne ist, gefühlt. Also für Na'Vi wird das Spiel so schwer jetzt. Ja, es baut sich alles um den Sven auf und da kommt jetzt der Tornado EMP Radiance ins Top Rosh Pit Tower is rein. under attack. Ja, macht nicht so viel, weil es ist ein Exhaust Invoker, aber Roshan has der Sven, fallen der to the so right hart of seine Radiant Mana Tower. braucht, um wenigstens ein, zwei Stunts zu machen in dem langen Radiance Fight. Top Und Tower jetzt is vorne under Pascha. attack. Ne, den Fight nehmen sie nicht, die haben das Aegis. Jetzt aber hier im Lasso. Und von der Sven's Seite, Ulti is General, abgeschlagen. alles wird nochmal Ulti is so gehealt. soon. Echo Slam wäre bereit. Schönes.
Fiend-Skript hier. Und jetzt Pascha ganz alleine, aber der kann weit rausspringen. Kann Denzi da noch was snacken? Echo Slam für 2, das war stark. Da kriegen sie jetzt noch mehr raus, als ich dachte. Und haben hier 3 für nichts bekommen. Ja. Katastrophale Communication bei Navi. Ben gibt dem Chen seinen Hyperstone, um das Aegis aufzunehmen, und Chen nimmt das Aegis einfach. Hat es damit jetzt auch gleich wieder gedroppt. Aegis ist wieder weg. Aber das war vielleicht ganz. Vielleicht war es schlussendlich nicht gut, damit er seinen Heal noch machen konnte und helfen konnte und weiter pusht und so. Sven ist halt nicht gestorben. Es war auf jeden Fall ein sehr guter Fight für Navi. Nicht für ja, es ist ja chaotisch, wie immer, ja. Ja, natürlich, sie wurden beim Roschen gestört und da muss es schnell gehen. Ne? Dann wissen sie, in wenigen Sekunden kommt hier alles rein. Invoker hat sein Tornado durchgemacht und danach. Ja, jetzt, guck mal, Sven jetzt hier mit dem Moonshard unterwegs. Der haut jetzt zu wie eine Maschine. Also skippt hier komplett bisher den Crit. Der will lieber schneller zuhauen, als auf Lucky Crit zu hoffen. General. Hat das Gem wieder. Was können sie jetzt da machen? Oh, das wird vielleicht ein schlechter Fight. Nein! Oh, Titya Ra kommt reingesprungen und kriegt den Invoker. Das ist natürlich die große Stärke hier von dem Sven. Dass er da wirklich, wenn er wen erwischt, dann ist er dann auch so gut wie hin. Wieder ich denke schon, dass er noch Crit bauen wird. Ja, das gönnt man sich einfach. Guck mal, 800 Gold bringt alleine der Invoker-Kill. Da oben jetzt der nächste Pick-Off vielleicht für Navi auf Solo. Ja. Also. Ah, leicht unkonzentriert gerade von Vega. Ja. Und die müssen einfach nur mit Prophet die Waves raushalten und auf ihre Chance warten. Mitte jetzt. Titya Ra Solo am Tower, der hat überhaupt keinen Respekt mehr vor den Gegnern, ja. Hat kein Aegis, ist ganz alleine, keiner könnte ihm groß helfen. General und Dandy sind doch relativ weit weg, wenn man es hart betrachtet. Haben jetzt wieder Dandy den Gem gegeben. Der alte Fieder. 2-5. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Ja. Battle ist aber ein toller Gemträger. Naja, natürlich ist es ein schöner Gemträger, aber wenn er reingeht und nicht mehr rauskommt. So, und die fühlen sich jetzt sicher genug, um die Highground zu gehen. Und Ben Udi ist wieder auf CD. Ja. Und sie müssen Druck machen. Wenn sie jetzt den Fight gewinnen. Da passiert genau, was ich gesagt habe. Dandy kommt nicht raus. Gem auf dem Boden. Ich hätte das nicht ansagen dürfen. Genau so habe ich es kommen sehen, ja. Das Chicken hat sein WKW gebracht und er ist viel früher rein, als das Chicken da war. Also Dandy auch. Ungeduldig, ja. Ungeduldig, vielleicht nicht unkonzentriert, aber. Oh, guck mal, sneaky. Wie General hier, guck mal, hast du gesehen, wie der bei der dicken Creep Wave wartet, ja, dass da einer reinläuft, der hätte ihn direkt mit Echo Slam weggemacht, wenn da was gekommen wäre. Aber Fuppi. Das ist halt sehr schön, er springt rein, macht alles und rennt mit dem Shadow Blade wieder raus. Wenn da jetzt nicht der Gem verfeedet geworden wäre. Komisches Deutsch, naja, der Gem ist weg, ne. Vor allem, ich hab's geahnt, weil das ganze Spiel, der Bettrider, der mundet, wie du auch schon so gut gesagt hast, der mundet dem Dandy nicht so richtig, ne? Ich hab das schon kommen sehen, dass er den in kürzester Zeit wegfeedet. Ich sollte mit Online-Wetten anfangen, wieder. Ja, da waren halt so viele Midlaner gebannt und dann, der Bettrider war bestimmt zuerst für General gedacht und dann hieß es, ja. Vielleicht kannst du den Battle in der Mitte spielen und wir nehmen noch was anderes auf die Offlane. Wie sieht's aus? Traust du dir das zu? Und aus dem Free-to-Play, aus der Doku kennen wir ja Dandy, wenn er gefragt wird, ob er sich das zutraut, dann sagt er immer ja. Ja. Aber manchmal läuft es dann halt nicht so. Ist auch ein schweres, schweres Battle-Game. Nicht, ohne Frage. Ja, da drüben mit Oracle, Witch Doctor und Easy-Stun. Die Chains, also da ist einiges, was ich da irgendwie raushalten kann. Und wenn er drin ist und nicht vorstaffen kann, das Eis dann vom Invoker. Was auch übertrieben dolles Load, finde ich, ja. Also dieser. Er hat ja trotzdem seine Items. Blinkdagger, Forstaff, BKB. Ja. Aber. Wird wahrscheinlich noch auf den Acker gehen. Oder vielleicht eine Aetherlands reinbauen. Ist ein bisschen billiger. Also Goldgraf war für Navi vor dem Tod von Dandy noch ein bisschen besser.
Was ist denn das hier? Ich hab doch den Scheiß. Ach nee, hab ich angemacht. Verdammt, Arke. Die müssen jetzt pressuren, weil der Ember Spirit wird langsam erreicht der Critical Mass und dann geht's ganz schnell und da crittet einfach diese ganze Armee vom Chain auseinander und alles, was da außen rum steht. Radiance Middle Tower is under attack. Also, die Tiara hier oben mit BKB, Moonshard und Dire's Top Tower is einem under guten attack. Vermögensberater, denn er hat 4000 Gold auf der Bank. Was Dire's würdest du ihm Top jetzt Tower callen? is Nächstes falling. Item? Ja, das Crit. Das Das Crit, also Crit, den das Ember, ist wenn der eigentlich Ember dringend. einmal out of position ist, ein, zwei Hits und er ist weg. Das ist Ja. so wichtig, dass es richtig, richtig schnell geht. Ja. Also nicht, dass er jetzt so ein Blödsinn kommt, wie zum Beispiel zuerst das Satanic. Ja. Das Ja, wäre das Quatsch. wäre blöd, ja, Ja. weil er muss ja den Fight nicht lange überleben oder so, er hat Ja, einen es schnellen Gegner ist. töten. Genau, deswegen ist der Moonshard ja eigentlich ein schöner Pick, weil damit hittet er einfach schneller. Und großer Vorteil vom Moonshard natürlich gegenüber der Mask of Madness, wie ja auch eine Zeit oft gespielt wurde, du kriegst halt nicht den Bonus-Damage rein. Ja. Vielleicht sogar für das Crit erstmal den Helm of Dominator ablegen und Kann die er Moonshot machen. noch eine Weile behalten in der Form. Ja, weil die Vision ist halt auch sehr geil. Die nimmt man halt mit. Ja. Der Bonus, wenn du es konsumierst, ne, bleibt ja, also von dem Attack Speed. Oder geht der ein bisschen runter? Radiance Bottom Tower is under attack. Vom Moonshot. Hm, ich bin da nicht so der Moonshard-Spieler. Ich Der fresse es halt halbiert einfach, wenn. sich. Der bleibt gleiche? Du kriegst 120, wenn es ein Item ist, und wenn du es frisst, nur noch 60. Ja, wollte gerade sagen, also eigentlich. Ja, der General hat hier gerade oben vier, nee, fünf Leute in die Trees gejubelt und ist rausgekommen. Und Stark. jetzt Oh! Synchron-Dedalus. Synchron-Dedalusung. Dedalussi. Bin mal gespannt, ob er den Herr auf Dominator dem Chen eine Weile gibt zum Tragen oder ob er die Moonshot frisst. Ja. Ja. Yom Yom. Njom njom. Lecker Schmecker. Ist auch ein bisschen um die Ecke gedacht. Warum Item ablegen, wenn man anderes auch einfach sich einverleiben kann? Und Ja. jetzt der Ember? Oh Ja, Gott. genau, guck und zack, zack. Wupp, weg ist er. 1500. Kabumm. Easy, du hast es kommen sehen. Richtig stark. Der wusste nicht, dass er den Crit Extrem hat. wichtig, der hat kein Buyback. Oh mein Gott. Der Main Damage Dealer neben dem Invoker. Hat die Wow, Dame jetzt Dithyara. ganz schnell da unten rein. General kriegt hier gerade noch ein bisschen was ab. Und das ist das Schöne bei Na'Vi, die machen auf jeden Fall auch immer Action. Die sind auch nicht für ihre Farming Drafts bekannt. Das haben die noch nie richtig gemacht, ne? Das haben sie auch noch nie gekonnt. Nee, jetzt. Ah, das. Dithyaras Mana weg. Hätte er da nicht noch die BKW drücken können, um den ganzen Hass? Er möchte die BKB nutzen, wenn er drauf springt. Ja, ich weiß. Aber in dem Fall, gut, die müssen jetzt irgendwie. Guck mal, er hat noch einen Stun, ne? Gut, Blink, Digga, bringt zum Glück. Kostet zum Glück kein Mana mehr seit einigen Patches. Das ist auch ein großer Vorteil für Helden wie Sven geworden. Jetzt pussen die aber ein bisschen rum. Naja, also ich hätte. Nee, die wollten rushen, aber wissen nicht, dass das hier noch ein Minütchen dauert. Naja, gut, mit dem Aegis wäre es natürlich sicherer, ne? Wahrscheinlich hatten sie sich den Timer gesetzt, haben gesagt, okay, gut, machen wir es wirklich safe. Alle wollen, dass Na'Vi back ist. Und jetzt hier die Smoke von Vega. Die wollen nochmal zurückkommen. Finden hier General? Der kann aber rausjumpen wieder. Guck mal, wo der sich hinjuckt. Wahnsinn! Nein! Cold Snap regelt! Kann er nichts machen, kriegt er nicht mal eine Fissure raus. Oh, jetzt läuft's gleich im Stream. Da gibt's gleich den geilen Kill. Ich bin auf die Crowd gespannt. Oder hat er schon den Kill gemacht? Ich weiß gar nicht. Wie auch immer. Hast du dich. Wenn sie da unten wenigstens den Base Tower gepusht hätten. Ja, so richtig haben sie nichts bekommen hier. Weil der Sven ist jetzt bei Maximum. Er kann jetzt den auf Dominator upgraden, das Ja. Amulett noch austauschen. Also Artstyle jetzt auch mit den Guardian Greaves unterwegs. Vielleicht ein Assault. Es sollte noch ein geiles Item für beide Teams. Ja. Jetzt kam gerade der 1500er Crit.
Ja, das ist schön. Ah, der Sven. Ja, du sagst es, ne? Er kann halt das Satanic noch machen. Am Schluss muss man sich überlegen, Traveler oder. Ja, gut, das Armlet, ne? Das hast du ja gesagt. Das ist dann bald jetzt überfällig. Amnet ist halt letztendlich dann auch nur so ein 2,5K-Item. Ja, das ist Midgame und dann Feierabend, ne? Allerdings so ein. Oh, Invoker, guck mal hier auch schon mit Octarine-Core. Octarine-Core-Aga, Traveler, Blinkdagger. Das Einzige, was hier fehlt, ist eigentlich das Jules statt der Drums. Ja, zum Initiaten auf einen. Ah, die Frage ist, würde er zum Beispiel einen Sven überhaupt kriegen? Hochgejules, die Kombi reicht doch nicht aus. Kommt bei vielen Pro-Spielern momentan in Mode, die Drum zu bauen, um ein bisschen tankier zu sein, Movement Speed, mehr zu fighten am Ja, jetzt Anfang haben sie schon, Rosh gescoutet. Und. weniger nur Pick-off zu Na, machen. noch nicht den Rosh gekrittet. 1,5. Kommt da was rein? Vision, von daher sehe ich hier aktuell am Rosh-Pit keine. Aber sie wissen es auf jeden Fall. Und das geht jetzt schnell. Jetzt ist die Aura da. Guck mal hier. 700. 1600er Crit. 1700. Ja. Gut. 1400, wenn die Aura mal kurz weg ist. Also. Cheese auf dem Boden, geht an Bane. So, und jetzt kommen sie rein. Aber war das denn eine gute Idee? Das sollten sie vielleicht nicht so tun. Mit BKB geht da jetzt da richtig rein. Dithyara, da oben. Ah, haben sie jetzt ein bisschen Bane ausgemoved? Ulti auf dem Ember. Nein. Da unten, Pascha. Der geht down. Ganz stark. Und jetzt muss der Rest ums Überleben kämpfen. Nicht gut den Fight genommen. Und. Ja, no one hier oben wird gechased. Da muss aber der Earth. Der Earth, sag ich schon. Der Earth Shaker. Ich wollte Earth Spirit sagen. Hihi. So, die Tiara ist da. Ah, das macht no one richtig gut. Da So, jetzt haben sie oben. den Fight gewonnen. Ja. Sofort pushen. Oh, warte. Furion hat Aga Refresher. Alle unsere Creepers stehen an der eigenen Base. Ja. Und das ist das Problem. Ja, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt. Ja, guck mal, hier Milliarden Bäume überall rumrennen. Guck die Scheiße an. Und da unten. Vielleicht kriegen sie da noch was zu Neko. Ah, mit dem Glimmercape. So, wir gucken mal ganz grob über die Items rüber. So, der Witchdoktor hat. Ja, der hat immer noch das Gem. Also haben sie nicht Der verloren. Ember braucht jetzt ganz dringend eine Lincolns. Ja, so. Darf nicht passieren, dass der Bane ihn einfach so grippt. Ja, also, Sven hat sich hier für das TP entschieden und wenn er da jetzt. Nee, er springt nicht auf den Invoker. Der Invoker denkt sich, was ist, wenn ich den Sven mal solo goe? Werden wir gleich sehen. Macht halt nicht genug Schaden. Oh, the No One. Da ist so ein kleiner Juker. Und jetzt muss Dithyara hier aufpassen. Hat zwar noch das Aegis, aber das will er hier definitiv nicht verlieren. Ja. Haben noch ein Gem. Aber das ist auf Dendi und Dendi ist gerade ganz woanders. Also, stresst hier unten erstmal massiv den Sven und vielleicht bekommt er sogar das Aegis. Oh, da hinten wieder im Wald. Kommen sie nicht ran. Nee. Tsuneko hatte da so eine Ahnung. Oh. Hätte gereicht. Hätte gereicht, meinst du? Boah, stimmt. 537,5 Damage reicht. Na, so viel, ja, Magic Resistance hat der Sven nämlich nicht. Nee, es ist pure Sunstrike. Ach, das ist sowieso pure, na, dann wäre es egal gewesen. Aber 25 wäre auch nicht so viel. Wird jetzt hier nach Hause geschickt. Kann sich einmal wieder reggen. Hat jetzt auch das Satanic voll. Ja, und jetzt ist er auf seinem höchsten Punkt angekommen, ne? Seiner Karriere quasi hier fast. Gut, ein Item noch fürs Aegis. Aber an sich gesehen, viel stärker wird er da nicht, ja? Moonshard hat auch schon gefressen. Wer baut bei denen das Assault? Ist das vielleicht wieder ein Chen Assault? Nee, der macht jetzt auch eher das Hex. Eigentlich der Sven, aber vielleicht, na, wenn das Aegis weg ist, da noch ein Assault rein in den Slot. Ist halt die Frage, ob er im Late-Late dann wieder die BKB ablegt, ja? Nee. Darf er nicht? Gegen Invoker braucht er die, sonst kann er den niemals töten. Guck mal, er hat halt 2700 HP, ja? Ja, aber er würde ja dann nur Tornado, Cold Snap und Deafening Blast und was weiß ich.
Na, weil ich sowas auch schon mal gesehen habe, dann packt er die BKB weg, packt noch ein richtig dickes Damage-Item rein, vielleicht sogar so ein GG-Rapier oder irgendwelcher Blödsinn, ja. Und macht dann halt zwei Hits und dann ist es auch egal, ob sie ihn versuchen zu disablen. Wenn er zum Schlagen kommt, ist einfach alles tot. Aber ich glaube, sowas werden die hier nicht machen. Das würden wir vielleicht bei Asia Dota sehen, ja, oder woanders, aber hier. Wenn wir so eine Trolls nicht sehen und da oben jetzt vielleicht. No one. Im Lasso. Und da wird auch gleich noch das Fiend-Skript hinterherkommen, bevor das da überhaupt ausläuft, dass hier gar nichts schief geht. Starker Pick-off hier. Der hat aber noch ein Buyback. Wäre sonst 80 Sekunden tot. Aber Ja. es wird jetzt so schwer noch Sven! durch. Oh, mit dem Kill. Gerade noch so gesehen. Oracle auch down. Zwei tot. Oracle ohne Buyback. Wichtiger Safe-Support hier. Um den, wo der Sven drauf klebt, nochmal. Ja. Wie so ein Shadowgrave nochmal überleben zu lassen. Shallow Grave heißt es ja. Es war alles Shadow hier in Dota, aber nicht alles. So, da ist das Buyback vom Invoker und jetzt haben sie eigentlich das gekriegt, was sie wollten. Das Aegis ist noch auf Sven, aber wie lange wird es noch halten? Läuft hier gut aus dem Tornado raus. Hat jetzt aber trotzdem das EMP. Jetzt macht er die BKB an. Nee, macht er nicht. Jetzt hat er kein Mana mehr. So, und jetzt haut er hier zu, wie ein Mann. Immer noch nicht. Ja, der will die BKB hinterm Aegis machen, ne? Nach dem Aegis. Hinterm. Ja, ständig hier in der Sprout. So, jetzt läuft das Aegis aus. Und das ist natürlich bitter. Jetzt ist das Mana nicht wieder voll. Ja, und die Ulti ist auf CD. Ja, brechen sie jetzt wahrscheinlich ab. Invoker Go vielleicht jetzt hier mit Pascha dahinter. Nein. Pascha jetzt auf dem Weg zum Link ist, aber es nützt ihm nichts. Wird von Dandy gut runtergezogen, aber das ist blöd, weil nämlich Ditjara hier oben reingesprungen ist und ganz alleine gegen alle steht. Der hat jetzt kein Aegis mehr, komplett eingesperrt. Dann noch der. Ja, aber jetzt kommt er zum Hitten. Hat nicht gereicht. Der Sven ist schon zu dick. Wird hier auch nach Hause geschickt von Artstyle. Gem liegt wieder auf dem Boden. Nicht der perfekte Fight für Navi. Er ist zwar ungünstig, ne? Der Bedraider zieht die Hälfte den Fight nach unten. So, Neko geht hier auch noch down. Triple Kill. Für den Invoker. Ja, es lief nicht gut. Die haben sich nicht gut abgesprochen. Der eine Fight war hier oben, der andere da unten. Und nicht optimal gelaufen. Gut, den ganzen Fight-Recap sehen wir nicht mehr. Und der Goldgraf, der dürfte jetzt gleich einen kleinen Knick bekommen. Radiance Middle Tower is under attack. Radiance Middle Tower has fallen. Radiance Middle Tower is under attack. Never refuse. Radiance Bottom Tower is under attack. Ah, die brauchen halt die Sven-Ulti, um die Gebäude zu killen und um die Heroes zu killen. Also. Ja. Range Barrack ist hier fast down gegangen, ein Hit noch. Dadurch hatten sie aber dann die Ulti nicht im Fight gegen das Ja. Team. Und Müssen also quasi ohne Sven-Ulti irgendwo Pickoffs holen und danach die Tower sein pushen großes oder. Problem sind echt die Sprouts. Das ist gerade so stark gegen ihn. Also, Ja. ob er sich da nicht überlegt hätte, den einen Slot, weil er hat jetzt eh zum Beispiel eh den Slot frei, ne? Da ein Ja, Talon jetzt rein. hier. Ja, und Bevor jetzt man da hier. den Arm lädt. Ja. Jetzt hier wieder ein Pick-off. Also. Macht das hier auch nicht perfekt. Guck mal da, kämpft ein Baum gegen den Satyr Levels. Level, ja, Level Die 6 machen ist da das. Action in der gegnerischen Map-Hälfte, aber haben nirgendwo die Creeps. Nee, die können überhaupt nicht gehen. Und das ist die große Stärke. Und guck mal hier unten. No Sven one. jetzt Ulti gewastet. Guck mal, die ganzen Creeps, alles. Die verlieren hier gleich noch einen Tower. Also. Die müssen einfach eine Lane durch, Fight gewinnen. Vielleicht ein guter TP mit dem Sven. Dann unten den Furion oder den Invoker, der Split Push noch abholen. Dann wieder zurück TPen. Ja. Ja, der Sven sollte seine Wind of Travel nochmal upgraden. Und dann können Bane und Batrider quasi für Pickoffs suchen und Sven kann immer dazukommen. Ja. Auch der Earthshaker, Invis rein, rauf TP, ja. Da unten jetzt Mac. Wo ist der Crit? Kommt nicht! Ah, zu spät.
Reicht nicht aus. Ist jetzt sehr tanky. Ja, ist jetzt sehr tanky. Aber er hat durch den Linkens, wie du gesagt hast, ne? Ohne Linkens wäre er hier down gewesen, auf jeden Fall. Packt sich auch nochmal seinen Ring auf Aquila rein. Okay, hat er jetzt vertickt. Also, Ember. Jetzt langsam auch, ja, das Time-Window. Fiend-Skript. Auf Mac. Reicht aber nicht. So. Wo tötet hier weil was? Ich bin hier gerade völlig durcheinander, aber da unten war gerade Fiend-Skript, aber da war gar keine Action, ja. Invoker ohne Buyback gestorben. Das ist natürlich Oh. hart. Ja, Dieback quasi, ja. Hat ja vorhin gebuyback gehabt. Allerdings, oben die Wave kommt relativ gut voran Ja, von da müssen Rabian. jetzt eigentlich die anderen hin. Auf der Botlane. Vega wieder ein bisschen am Pushen. Baden jetzt hier gerade so ein bisschen mit dem Oracle und dem Rest dahinter. Ja, Chen läuft, außer Bane haben alle Boots of Travel. Die werden oben pushen. Müssen sie auch. Ja. Wer hat denn Shadowblade, sehe ich gerade erst. Radiant's middle tower Wer hat ein is under Shadowblade? attack. Wenn Oh, aber das Richtige. Dire's top tower is under attack. Oh, da kommt der Crit. Oh, beziehungsweise der, nicht der Crit, der Bonus-Damage, ja. Ah, hat nicht Radiant's gereicht. middle tower is So, und fallen. jetzt geht's hier oben los. Die Radiant's Tiara middle mit dem barracks Ulti are und under Invis. attack. Läuft hier ran an den. Oh, der haut zu. Dire's Hat top sich hier tower also is für ein under Silver attack. Edge entschieden, okay. Dire's structures Interessant, are gegen welchen falling. Held hilft das da was besonders? Hat doch Ja, keiner so ein gegen krasses keinen, Passiv. aber Silver Edge ist im Late Game einfach extrem gut. Na. Dire's Mit top dem, tower nenne ich es is mal einfach falling. Backstep Damage. So, jetzt hier wieder gepickt. Oh, Oracle down. Wer Radiant's soll das middle jetzt da barracks deffen? are under attack. Zema, der hier gecheapt ist. Denvi schickt die nochmal ein Stück zurück. Dire's top barracks has Oh, fallen. und die ersten Dafür, Barracks down. was macht der Radiant's middle Fugion in der barracks Base von are under Radiant? attack. Oh Gott. Ja, Dire's middle barracks are boah. under attack. Ja, verlieren Radiant's jetzt middle zwar die barracks Rex, aber. has fallen. Radiant's bottom tower Vega is verliert hier under attack. wahrscheinlich die ganze Base und auch dieses Ulti Was von Vega nicht so stark. Roche ist wieder ab, das ist, denke ich mal, das nächste Target in der Mitte, denn die farmt sich hier alles Mögliche zusammen. Es war allerhöchste Eisenbahn. Radiant's bottom tower Ja, has been aber sie haben denied. zwei gekriegt. Und mit dem Sven sind sie auf jeden Fall. Ja. Ember kann aber gegen Megas auch noch deffen. Das Jetzt Problem ist, rushen dass sie der auch. Invoker sich da catchen lässt ohne Buyback. Sonst wird es niemals so weit kommen. Nee. Und jetzt hier mit dem Sneaky Roche. Ja. Navi weiß es, aber die sind nicht pünktlich genug. Kommt zu spät zur Party. Und jetzt ein Leben mehr für den. Bisher eigentlich mit sonst einer relativ guten Performance, den hier No One spielt. Kriegt jetzt hier vielleicht. Wenn er da jetzt Offguard gesnatcht wird. So, mit dem Lasso. Und da ist der. Guck. Wenn er zwei Hits gemacht wird, dem Echo Slam. Wow. Zwei Gems auf dem Boden. Buyback. Earthshaker, der kommt hier wieder zu. Um den Fight geht es jetzt um alles. Und jetzt, wenn der ist außer Kontrolle, der raidet jetzt hier alles nieder. Mac jetzt hier noch gefangen. Oh, das war's fast gewesen. Sven Party ist of einfach Gems. momentan so stark. Es ist krass. Ja, hast du ja gesehen, der war Ist nicht zu das stoppen. krass? Vor allem BKB und 50 Armor hat er in den Fights. Der geht nach Hause? Ja, holt noch Refresher! Flasche. Der hat Ulti wieder ready. Refresher gekauft und immer noch 5000 Gold. Guck dir das an, Wahnsinn. Sehr, 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 sehr starke Performance von Bitchara. Ja. 40.000 Net Worth. Alter, das ist böse, der ist viel zu fett geworden. So darf man den Sven nicht eskalieren Ja, lassen. das erwartet jetzt keiner, wenn er den Ember kriegt, aber den hat Lincolns. Der macht hier einfach Feierabend. Der macht BKB gleich an, wenn er jetzt runterkommt. Schafft er das noch? Muss er doch eigentlich. Nee, braucht er gar nicht. Da oben gepickt. Und jetzt fassen wir auf. Pupp, pupp, wie alles da umfällt. Kaboom, das ist das GG. Starke Performance von ihrem neuen. Oder Carry in diesem Line-Up. Vitiara. Geht hier vielleicht noch drauf. Aber die Megas hat er geholt. GG ist Bringt aber noch doch. nicht gecallt. Nee, GG ist nicht gecallt. Weil du sagst, das ist das GG. Das ist für mich das GG. Ich meine, Ja. wir haben es heute. Ember darf man nie abschreiben. Auch Prophet mit dieser Doppel-Ulti und den extra Creeps, die können das schon deffen. Naja, jetzt auf jeden Fall
großer Vorteil mit den Mega-Creeps für Na'Vi, weil jetzt das Deffen natürlich im Vordergrund steht, weil sonst rennst du die Base ein. Und Aegis auf dem Ember? Nee, aber dafür sehen wir hier seit langem das erste Divine Rapier in einem Spiel, was noch läuft. Rapierer, ja. Also, alles dabei in diesem Spiel. Was könnte denn jetzt Sven droppen, um das Rapierer aufzunehmen? Blinkdagger, den braucht er eigentlich noch. Ja, er will ja eigentlich kein Rapier, weil es zwar ganz cool ist, aber er macht ja... Das wäre natürlich extrem funny auf dem Earthshaker, ja? Mit dem Totem? Sven würde wahrscheinlich Silver Edge ablegen. Und auf Earthshaker wäre es natürlich extrem cool, wenn er den Rapier... Einfach nur funny, Fun-Faktor, ja? So, aber jetzt Sven tot, der will das Buyback auf jeden Fall nicht usen. Damit das hier... Aber die kommen nicht reingepusht so schnell, ne? Ja. Lincolns gepoppt und selbst, guck mal, selbst mit Rapierer dauert das auch ein paar Sekündchen, bis er hier die Megas weg hat. Klar, er kann sie pushen, er geht dabei nicht down. Guck mal, unten kommt auch eine Mega-Wave rein, da portet jetzt einer hin. Und das ist er auch, da muss er jetzt deffen. Ja, Witch Doctor und Oracle sind halt nicht die perfekten Helden, um so eine Wave rauszupushen. Das ist mal ein Fakt. Und auch Furion hat ja jetzt, wenn Furion hier so ein Mjolnir Deso irgendwas Bild hätte, auf Rechtsklick könnte der auch viel besser die Waves clearen, aber macht das jetzt lieber mit der mit dem Global Ulti, das geht ja auch sehr gut. Ja, sein Global Ulti tötet ja die Mega Creeps gar nicht mehr, das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Ja, und dadurch spawnt auch keine... Naja Gott, na gut, ab und zu könnte er schon Lucky eintöten, hier sind ja auch manchmal Lohne. Alter, also was für ein Fight. Sven. Überzeugt hier auf jeden Fall wieder. Wieder für dich ein Grund mehr im Competitive Dota, den Sven einfach zu bannen oder wirklich konzentriert dieses Stacken der Ancients im Blick zu haben. Ab Minute 5, ja, oder 4, keine Ahnung. Über mal hinzugucken, Ward da zu haben. Uns passiert genau das, was wir gerade gesehen haben. Gut, aber er ist auch wirklich der Einzige aus seinem Team, der hier den neben dem Echo Slim den großen Damage macht, ja. Guck dir den Netgraph an, dann ist nur der Chen. Chen, der Zauberer. Ja, ich frag mich, wo er mit dem Soul Booster hin will. Ich hätte jetzt auch einen Crit erwartet an der Stelle. Na, Octarine-Core vielleicht? Eigentlich, aber warum? Fischer-Cooldown, bisschen runter. Totem kann er besser spammen, yes. Aber so richtig. Du, in so einer Situation mit Megas kauft man manchmal auch nicht so, man geht dann halt hier zum Shop und kauft einfach irgendwas. Ja, warten Sie jetzt echt nochmal auf Roshan? Oh, ist jetzt ein bisschen Passive Play hier. Also untypisch für Na'Vi. Also 8 Slotted Sven mit 5000 Gold auf der Bank. Also vor dem Spiel hätte ich Vega auf jeden Fall vorne gesehen. 60%. Jo. Habe ich den mal eingeräumt. Aber Na'Vi jetzt mit dem General saustark. Ich glaube, von den letzten 8 Games haben sie 6 gewonnen damit dann, ne? Ja, ja. Nur gestern gegen London Conspiracy verloren. Zweimal, ja. Dafür aber auch. Beide Spiele abgegeben. Aber da haben sie sich wirklich... unnötig das Leben hart gedraftet, könnte man sagen, ja. So. Ich meine, es draftet er jetzt neuerdings so Neko. Vielleicht ist es auch noch so eine Findungsphase ein bisschen. Aber ich würde auf jeden Fall behaupten, dass Na'Vi back ist. Ja. Safe. Also, ja, jetzt formieren sich hier die Teams für ihre letzte Schlacht. Invoker nochmal mit dem Pickup des Refresher Orbs für sein Team. Für unten sich. Sind vier. So, mit dem Pickup auf Mac. Ah, Oracle. Ja, der passt immer gut auf. Das ist ein schöner Counter dazu. Neben der Wendt. Ulti committed. Aber das Ulti ist raus, ja. Geht er vielleicht noch zu Roshan? Roshan ist noch nicht ab. Das dauert noch ein bisschen. Unten der Ember. Wenn er den wieder kriegt, das wäre natürlich stark. Ja, dann ist GG. Ja, Ember weg, Rapier weg. Hahaha.
General juckt hier schon ein bisschen rum, dem ist auch schon fast ein bisschen langweilig, ja. Hat hier keine Chance, irgendwie jetzt große Echos zu machen. Wenn nicht gefightet wird, jumpt hier auf den Ward. Macht den One-Hit. Die wardet hier schön für sein Team. Ja, wie du siehst, die können die Megas halten, ja. Tja, fett gefarmt. Wo war jetzt wo? So, Neko frisst ein 1500er Crit. Boah, geht er fast down. Und die Chains überlebt nur durch Glimmer Cape. Ah. Oben jetzt der Sven. Ja, wer steht da drin? Ah, Echo Slam, aber das hat nicht viel Schaden gemacht, da waren nicht so viele Creeps da. Jetzt mit dem Gem. Können sie No One da kriegen oder lassen sich zu lange aufhalten? Ember crittet auch hart. Können sie ihn fangen? Kriegen ihn nicht. Navi muss fast ein bisschen weggehen, Leute. Ja. Zumindest bis der Sven wieder ein bisschen Mana und HP hat. Wo ist denn das? Navi, wie Sven jetzt nochmal weiß. Ja, aber Ditya-Ra, der will das jetzt hier finishen. Aber der kriegt jetzt hier richtig dolle Packung. Hat die BKB nicht ready, das darf man nicht vergessen. Also, gefährliches Spiel jetzt hier von Navi, so wie bei uns vorhin, ja. Wenn der Carry da jetzt stirbt, kann man auch noch mit Megakrebs verlieren. Aber da kommt jetzt einiges rein. Jetzt sind sie gefangen, ein Crit. Und da ist schon mal der Nature down. Der stand da einmal ein bisschen zu nah an Ditya-Ra. Und da kommt jetzt auch das angesprochene Item, jetzt mit der BKB. Da lässt man gar nichts mehr anbrennen. Ember geht zwar nicht mehr down. Ja, da haben sich Nun und Pasha ein, zwei Mal zu oft catchen lassen, leider. Ja. So. Also, das war das erste Navi-Spiel des heutigen Abends. Ich gucke mal, wann das nächste Game kommt. Und...